Peter Welchering, Journalist, Lehrbeauftragter, noch in Süddeutschland lebender Ostfrieslandfreund. Er sagt selbst, er sei im Sinkflug auf die Rente. Und jetzt zeigt er uns seinen Blick auf die Verengung der journalistischen Welt. Viel Spaß. Ja, und vielleicht hängt ja auch beides ein bisschen zusammen. Denn manchmal, wenn ich mir so die Entwicklung in unserem Gewerk, also im Journalismus, anschaue, dann bin ich tatsächlich froh, 62 zu sein und nicht erst 32. Und kann mich mit bestimmten Entwicklungen vielleicht auch einfach besser abfinden. Die Verengung der journalistischen Welt, was ist enger geworden? Wo sind die Leitplanken enger geworden? Darum geht's. Und letztlich dann auch um die Frage, wie kommt denn der Journalismus aus der Blase raus, damit wir Journalisten, wir Journalistinnen endlich wieder unseren Job ordentlich machen können. Und da brauchen wir natürlich die Hilfe unserer Zuschauer, Zuschauerinnen, Hörer, Hörerinnen, Leser, Leserinnen. Denn der Journalismus kommt nur aus dieser Blase, wenn ihr ihm helft. Das heißt, wenn ihr deutlich sagt, was eure Erwartungen an journalistische Produkte sind, wenn ihr mit uns Journalistinnen und Journalisten eben darüber auch diskutiert und diesen Kanal offen haltet. So, jetzt wollte ich eigentlich die nächste Folie haben. Ja, kommt hier auch. Wir gehen davon aus, dass Medien, also in Besonderheit dann eben Presse und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, privater Rundfunk auch, eben nur dann ihren Aufgaben gerecht werden können. Und das sind Wächterfunktion und Teilhabefunktion, also beides zusammengefasst, eben dazu beitragen, dass eine politische Meinungsbildung stattfindet, wenn sie eben ungehindert berichten können. Und das ist sozusagen der Dienstleistungsjob, den wir machen. Und über den sind eben verschiedene Diskussionen in der Vergangenheit seit einiger Zeit angestoßen worden. Einige laufen schon seit wirklich vielen Jahren. Ich begnüge mich jetzt mit etwas neueren Diskussionen, also gehe nicht so weit zurück, wie all das tatsächlich schon diskutiert wird, aber die Diskussionen, die uns jetzt auch im Augenblick hier sehr stark betreffen. Und da habe ich eine Studie mitgebracht, die ist jetzt einen Monat alt, von der TU Dortmund, vom Institut für Journalistik, das der Michael Steinbrecher da betreibt. Und Steinbrecher hat eben herausgefunden, die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit hat in der Pandemie nochmal wieder sehr stark abgenommen. Naja, könnte man sagen, okay, so das Ansehen von Journalisten war immer knapp unter den Gebrauchtwagenhändlern, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es noch ein bisschen weiter absinkt. Aber die Zahlen, die er da mitgebracht hat, die stimmen doch schon ein bisschen nachdenklich. 41% der bundesdeutschen Bevölkerung sagt nämlich, Glaubwürdigkeit hat abgenommen. 43% sagen sogar, Journalismus ist einfach schlechter geworden. Ein knappes Drittel, also etwas über 33% eben, sagt, Journalismus ist abhängig von den Mächtigen in Politik und Wirtschaft. Und da wurde argumentiert, es sei nur eine Minderheit, aber immerhin eine qualifizierte, nämlich 28%, die dann sagen, der Journalismus habe den Kontakt zu den Menschen verloren. Und das ist natürlich besonders schlimm, weil wir wollen ja auch gerade Minderheiten, gerade möglichst vielen Gruppen eben die Möglichkeit geben, dass ihre Meinung auch zu Gehör kommt. Ja, und 62% kritisieren, Journalismus setzt zu stark auf Übertreibung und Skandalisierung und würde deshalb eben seinen Job auch nicht richtig und ordentlich machen können. In der Pandemie gab es noch andere Studien, die untersucht haben, wie hat sich der Journalismus denn jetzt entwickelt. Ausgesprochen aufschlussreich war die von Dennis Graef und Martin Hennig von der Universität Passau. Ist dann auch schon vor 2 Jahren erschienen, also im Herbst 2020, und umfasste oder hat ausgewertet 51 Sendungen der ARD, die die ARD als Extra gebracht hat, als Brennpunkt zum Pandemiegeschehen, 42 ZDF-Spezial zum selben Thema. Die liefen in der Zeit von Mitte März bis Mitte Mai 2020. Und da haben Dennis Graef und Martin Hennig im Prinzip vier
Tendenzen dieser Berichterstattung ausgemacht. Sie sagen, es sei eine sehr starke Krisenrhetorik gewesen, sehr stark aufgesetzt, sehr emotional. Und es habe in diesen Berichten eine Tendenz zur eben Bestätigung der staatlichen Maßnahmen vorgeherrscht. Sie haben festgestellt, dass Virologen, Mediziner, zwar nur einige wenige, aber immerhin diese mehr oder weniger so als Heldenfiguren dann dargestellt wurden und die teilweise ja auch ideologische Marschrichtung der Politik, die sich nicht immer unbedingt auf evidenzbasierte Ergebnisse stützen konnte, die wurde konsolidiert. Die Studie war dann ein halbes Jahr alt, da ist sie dann ein bisschen zurückgenommen worden, weil eben auch der Druck auf die Studienautoren offensichtlich sehr stark war. Auch das hat mich damals durchaus beeindruckt. Es gab eine intensive Diskussion, also es ist nicht so, dass alle Journalisten einfach nur während der Pandemie tief geschlafen haben und keine Kritik geäußert wurde, wie das ja manchmal so in die Welt gesetzt wurde, sondern wir Journalisten haben schon diskutiert, was wir denn da gerade machen. Und beispielsweise vor guten zwei Jahren eben ein Essay von Daria Gordeva, die darauf hingewiesen hat, auf diese unglaubliche Kriegsrhetorik bei der Pandemiebekämpfung und darauf hingewiesen hat, dass die allerdings den Journalismus gefährde, weil sie letztlich dann auch dazu führt, dass Journalismus sehr stark das, was die Mächtigen vorgeben, eben mit exekutiert und seiner Wächterfunktion eben auch nicht mehr ausreichend nachkommen kann. Das hat sogar ausgesprochen zurückhaltende Zeitgenossen wie Klaus Eurich, inzwischen ja auch schon im Ruhestand, dazu gebracht, dass er vor zwei Jahren feststellte, der Journalismus sei desaströs geworden durch die Pandemie. Andere sagen, das war schon weit vorher. Und wir haben dann eine Studie, einen Aufsatz, einen Gastbeitrag von Klaus Meyer und Vinzenz Wies gehabt. Die haben sich die Corona-Berichterstattung angeschaut und haben 5 Defizite festgestellt. Sie sagen, beim Umgang mit Zahlen, da konnte man nicht mal davon ausgehen, dass die Statistiken wirklich sozusagen verstanden worden sind. Wobei generell die Datenlage dieser Pandemie, das haben ja Leute wie Gerd Antes und andere eben auch sehr deutlich gemacht, einfach nicht gut war. Sie haben darauf hingewiesen, dass sehr viele Einzelfälle berichtet wurden und dass darüber sozusagen die strukturellen Probleme, die es im Gesundheitswesen gab und die sich eben in der Pandemie einfach verschärft haben, die sich in der Pandemie wie unter einem Brennglas dargestellt haben, hier zu wenig berichtet wurden. Es fehlte ihnen auch an Transparenz in der Berichterstattung. Also was waren die Quellen und wie sind die Journalistinnen und Journalisten zu eben auch ihren Werturteilen, die mit eingeflossen sind, gekommen? Die Berichterstattung war sehr eng an der Regierungspolitik ausgerichtet und auch Klaus Meyer und Vinzenz Wies haben darauf hingewiesen, dass Virologen als Medienstars eben auch nicht immer so ganz unproblematisch sind. Das hat dann im Sommer 2020 zu einer Diskussion geführt, als der Philipp Oehmke meinte, die Zeit der Neutralität sei vorbei. Journalisten müssten jetzt wieder stärker einfach auch ihre politische Meinung damit einbringen und Journalisten müssten eben auch Aktivisten werden. Da haben wir uns auch eine Diskussion, teilweise auch auf YouTube geliefert. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich nach wie vor sehr stark an dem Neutralitätsgebot festhalte. Zumindest muss ich als Journalist unvoreingenommen sein, unvoreingenommen berichten. Und ich sollte mich immer am Objektivitätsideal orientieren, mit der Betonung auf Ideal. Natürlich bin ich als Journalist nie objektiv, aber ich muss als Journalist immer meine Quellen zitieren. Ich muss die Quellen unvoreingenommen auswerten. Ich darf mir die Quellen nicht nach meiner eigenen Befindlichkeit aussuchen. Und vor allen Dingen bei dem, was dann eben an Faktenprüfung anliegt, da muss ich alles, was ich an Vorurteilen, was ich an Einstellungen, auch politischen Einstellungen habe, erstmal beiseite lassen und mich allein auf das konzentrieren, was ich hier als Fakten, manchmal auch nur als Indizien eben feststellen kann. Aus neueren Datums, aus dem vergangenen Herbst, im November wurde sie vorgestellt, gab es dann die Studie von Markus Maurer, Carsten Reinemann und Simon Kroschinski.
Maurer und Reinemann von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, der Carsten Reinemann in München und Markus Maurer und Carsten Reinemann, das zeigte schon die Vorstellung dieser Studie im November in Berlin, sind da auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Voraussetzungen an diese Studie herangegangen, was ja nicht unbedingt das Schlechteste ist. Jedenfalls, wenn wir uns die Daten dieser Studie mal so anschauen, ich habe hier so ein paar Grafiken dazu mal mitgebracht, dann hat beispielsweise eine Auswertung zur Bewertung der Corona-Maßnahmen in den Beiträgen, die in dieser Studie, also in den journalistischen Beiträgen, die in dieser Studie ausgewertet werden, ergeben, das ist dann dieser graue Bereich, dass die Maßnahmen angemessen sind, der überwog auch sehr stark. So ab Januar 21, das sieht man hier, die Maßnahmen reichen nicht aus, hat dann zugenommen, ging dann allerdings auch mit abflachenden Infektionszahlen auch wieder ein Stück weit zurück. Und eine Minderheitenposition auch in den Beiträgen, die ausgewertet wurden, ergab sich dann eben bei der Bewertung, die Maßnahmen würden zu weit gehen. Und der Kollege Maurer, Markus Maurer, ich kann ja kein Video abspielen, deshalb habe ich das mal zusammengefasst, hat dann auf der Vorstellungspressekonferenz oder auf der Vorstellungskonferenz ausgeführt. Insgesamt könnte man natürlich diesen großen grauen Bereich durchaus so interpretieren, dass sehr regierungsnah berichtet würde. Noch ein paar andere Zahlen dazu. Die haben beispielsweise dann auch ausgewertet in den Beiträgen, in den journalistischen Beiträgen, die ich da angeguckt habe, wurde da eher der Konsens in der Wissenschaft vermittelt oder und in der Politik oder eher der Dissens oder eine gewisse Ambivalenz. Und da ist ganz klar dieser gelbe Strich, ne, diese gelbe Kurve, insbesondere in Hochzeiten der Pandemie, wurde sehr, sehr stark berichtet. Es gibt einen Konsens und in diesem Konsens sind wir jetzt unterwegs. Und wenn dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentiert wurden, da hat die Studienautorin interessiert, wie wurden die dargestellt? Wurde gesagt, das ist sozusagen der Aussagebereich und das sind die Unsicherheiten, mit der auch die statistischen Unsicherheiten, mit der diese Erkenntnisse noch behaftet sind? Oder wurde das eher so präsentiert als ja mehr oder weniger letztgültige Erkenntnis. Und wie man hier sieht, dieser rote Verlauf, da, das sind die Beiträge, in denen eben auch thematisiert wurde, dass es bestimmte auch statistische Unsicherheiten gibt. Dieser gelbe Bereich, das sind die Beiträge, die so getan haben, als gäbe es hier eben keine Unsicherheiten. Auch das ist ein bemerkenswertes Ergebnis gewesen. Und daraus kann man durchaus dann auch den Schluss ziehen, da haben wir Journalisten eben unseren Job auch nicht so ganz richtig gemacht, sondern sind dann eher solch einem Mainstream gefolgt, was verständlich ist, was nachvollziehbar ist. Viele Leute waren verunsichert, wollten diese Sicherheit vermittelt bekommen, aber was problematisch werden kann. Interessant ist auch, zu Beginn der Pandemie überwiegt in den Beiträgen Christian Drosten ganz stark. Ne? Ist dann nochmal so im Herbst des ersten Pandemiejahres, aber dann schießt im Herbst eben Karl Lauterbach als der zitierte Experte nach oben und im zweiten Pandemiejahr hält er diese maßgebliche Stellung dann auch bei, wohingegen anfänglich etwa Alexander Kekulé, der ja auch im Bayerischen Rundfunk einen Podcast hatte, der ist dann eingestellt worden. Im MDR hat er sowas noch zeitweise weitergemacht. Der dümpelt hier so ein bisschen so vor sich hin. Und bei Hendrik Streeck kann man das auch sehr schön nachvollziehen. Da gab es natürlich auch diese Entwicklung mit einer PR-Firma von Kai Diekmann, wo er ja auch im Nachhinein gesagt hat, die bei dieser ersten Studie in Nordrhein-Westfalen hinzuzuziehen, war sicherlich auch ein Fehler, aber das hat sich natürlich dann auch auf die Berichterstattung massiv ausgewirkt. Ja, Ärzte und medizinische Institutionen sind als wissenschaftliche Akteure in allen Beiträgen immer relativ stark
dargestellt und zitiert worden, wohingegen dann die anderen Wissenschaftler weit runterblieben. Jetzt nach Ende der Pandemie werden die auch stärker, also beispielsweise Pädagogen, was macht es mit den Kindern, wenn da etwa Fernunterricht nicht so funktioniert hat und ähnliches. Ne? Die sind aber in diesen 2 Jahren eben dann doch nur sehr, sehr unterrepräsentiert vorgekommen. Also alles in allem eine Menge Defizite, die aufgezeigt wurden, die allerdings die beiden Hauptautoren, eben der Markus Maurer und der Carsten Reinemann, Maurer Mainz und Reinemann München, dann auch ein bisschen unterschiedlich bewertet haben. Und es gab dann auch in der Berichterstattung hier eine Kolumne von der Alexandra Borchert im Medieninsider, Berichte, die auch mich zum Staunen veranlasst haben, weil Alexandra Borchert hier davon spricht, dass hier festgestellt worden sei in dieser Studie, dass die Mediennutzer der Corona-Berichterstattung ein überwiegend gutes Zeugnis ausgestellt hätten. Wenn man sich da die Rohdaten anguckt, ist das zumindest eine sehr diskussionswürdige Darstellung. Aber tatsächlich gab es diese Darstellung dann im Verlauf der Diskussion über diese Studie durchaus öfter. Schauen wir uns mal die Gefahren an, die wir in der Corona-Krise deutlicher als vorher sogar noch gesehen haben, wie unter einer Lupe, die sich jetzt auch im Krieg in der Ukraine fortsetzen, die aber tatsächlich schon 2014, 2015 auch mit sehr viel empirischem Material so bestanden. Diesen Zeitraum blende ich aus, wer mag. Es gibt vom Uwe Krüger eine Schrift, war auch seine Dissertation Mainstream, die dröselt das auch sehr schön nochmal kommunikationswissenschaftlich auf. Aber bleiben wir bei den Dingen der jüngeren Vergangenheit in den Entwicklungen im Journalismus. Was sind da so die entsprechenden Gefahren, die es da gab? Ups, jetzt habe ich mich gerade vertippt. So, wir haben statt einer kritischen Bewertung eine Menge an Hofberichterstattung gemacht und gehabt. Und viele Medien sind auch immer noch in dem Bereich, dass sie tatsächlich eher auf nicht unbedingt Regierungslinie, aber eher auf der Linie tatsächlich derjenigen, die den Mainstream setzen, auch mithalten wollen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich das mal anschaut. Also Pierre Bourdieu hat das mit seinen sozialwissenschaftlichen, soziologischen Forschungen auch nochmal unterstrichen. Wir rekrutieren uns im Journalismus sehr häufig aus der mittleren Mittelschicht, manchmal obere Mittelschicht. Und da ist so ein Bereich, dass natürlich auch diejenigen Menschen in den Journalismus geholt werden, die zu den deutschen Tätigen passen. Und diese Rekrutierungsstrategie sorgt natürlich dafür, dass hier auch eine sehr eindeutige Orientierung am Mainstream da ist. Zumal Bourdieu ja sehr intensiv auch untersucht hat, dass insbesondere der Mittelstand sich an obrigkeitsstaatlichen Strukturen sehr stark ausrichtet, weil er dafür eben auch belohnt werden möchte mit einem gewissen sozialen Aufstieg. Wir haben es auch zu tun gehabt mit einer super investigativen Übertreibung. Also wenn dann Kleinigkeiten tatsächlich als Fehler in bestimmten Entwicklungen in der Pandemie waren, dann wurden die vollkommen übertrieben, aber nicht mehr richtig eingeordnet. Währenddessen andere Sachen dann sehr lange brauchten, bis sich durchsetzten. Also beispielsweise diese ganzen Maskenaffären, die haben einige Monate gebraucht, ehe wir dann wirklich darüber berichtet haben. Aber wir haben relativ rasch dann darüber berichtet, dass beispielsweise anfänglich eben bestimmte Impfstoffe auch bestimmt in den ersten Studien auch bestimmte begrenzte Wirkungen nur hätten und ähnliches. Also da wird es eine Einordnung bedurft und eben nicht durch übertreibender Berichterstattung. Wir haben es generell mit dem Glaubwürdigkeitsverlust seit vielen Jahren zu tun. In der Pandemie sah es zunächst so aus, als würden die Menschen, Journalisten wieder stärker glauben. Aber da wurde, wie dann auch die Studie des Instituts für Journalistik der TU Dortmund feststellt, da wurden teilweise auch einfach, wurde das größere Interesse
der Menschen an Berichterstattung, weil sie eben Orientierung haben wollte, mit Glaubwürdigkeit verwechselt. Insgesamt haben wir in verschiedene Bereiche Glaubwürdigkeit verloren, eben nicht nur in Bereichen von irgendwelchen Pandemie-Kritikern, gar Pandemie-Leugnern oder so, sondern auch sehr stark, das kann man nachweisen, empirisch im Bereich von der sogenannten bürgerlichen Mittelschicht, weil die eben sich Orientierung erhofft hatte, aber Orientierung mit einer gewissen Evidenzbasierung, und sie haben im Prinzip doch sehr viel Mainstream bekommen. Deshalb wurde auch immer wieder angefragt, nach welchen Werten denn Journalismus funktioniert. Und da wurde dann häufiger auch eine journalistische Haltung, die sich beispielsweise Unvoreingenommenheit, die sich demokratischen Werten verpflichtet fühlt, verwechselt mit einer Gesinnung, also einer parteipolitischen oder politischen ideologischen Ausrichtung. Viele haben bemängelt, dass wir Journalisten dann auch insbesondere in den vergangenen 2 Jahren eben unserer Wächterfunktion nicht mehr so richtig nachgekommen sind, sondern gedacht haben, wir müssen zunächst mal jetzt diese Krise überwinden, ehe wir uns dann auch wieder bestimmten Fehlentwicklungen widmen. Kritisiert wurde ebenso, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer eben nicht von uns befürsorgt werden wollen. Also wie sie wollen keinen Fürsorgejournalismus haben, der ihnen sagt, was sie jetzt wie tun müssen, sondern sie wollen über Indizien, Fakten, auch wissenschaftliche Studien informiert werden. Auch die Flucht in Unterhaltungsjournalismus, teilweise zählten da durchaus die Talkshows eben auch dazu, wurde kritisiert, ebenso, dass Journalisten dann nicht mehr berufsethisch reflektiert haben, was sie wie tun. Da standen insbesondere dann eben auch einige Organe des Springer-Konzerns sehr heftig in der Kritik. Und es wurde festgestellt, dass auch sehr viele Journalisten in der Krise dann nur ihren sehr engen Fokus wahrnehmen wollten, der da aber nicht mehr gefragt war. Also etwa Kulturjournalismus war schwierig geworden. Das hat auch den in der Wahrnehmung den Beruf so ein bisschen entwertet. Ebenfalls nicht nur in der Krise, da ist auch nochmal deutlich geworden, aber davor auch schon, dass Journalisten eben mit so einem überzogenen Storytelling versucht haben, das Interesse ihrer Nutzer wieder für sich zu bekommen. Das war im Prinzip immer noch auch in der Pandemiekrise eine Reaktion auf die Causa Relotius, die ja im Winter 2018 im Wesentlichen diskutiert wurde und dazu geführt hat, dass wir auch Storytelling ein Stück weit kritischer gesehen haben. Der Selfie-Journalismus, den es auch vor der Pandemiekrise natürlich schon gab, vor der Pandemie, der hat sich in der Pandemie fortgesetzt, und dass sich Journalisten dann sehr stark erstmal selbst präsentiert haben und eben nicht mehr hinter die Geschichte hinter ihre Geschichte, hinter die Daten, hinter die Studien, die sie darstellen wollen, zurückgenommen haben, das wurde eben auch sehr stark kritisiert. Ja, und dann gab es eine heftige Diskussion, wie wollen wir denn über Corona berichten? Und Ferda Attermann hat das mal auf den Punkt gebracht, naja, wenn Medien einseitig über Corona berichten, klar, wenn sie seriös sind, müssen das schon machen, Fakten sind nun mal einseitig. Hat eine sehr intensive Diskussion nach sich gezogen, auch eine erkenntnistheoretische, die ich auch gut fand im Journalismus, aber natürlich müssen wir auch unsere erkenntnistheoretische Position da reflektieren. Und mich persönlich hat da an dieser Einseitigkeitsdebatte ein wenig gestört. Wann immer wir mit Erkenntnissen zu tun haben, sind die immer mehrdimensional. Und wann immer wir mit der Konstitution von Welt zu tun haben, auch mit der Konstitution von journalistischer Welt, ist auch das mehrdimensional. Weil wir eben endlich begrenzte Wesen sind, weil wir Sachen immer nur in einem Horizont wahrnehmen, weil wir immer nur Abschattungen sehen und deshalb immer Stück für Stück nur voranschreiten können. Und wenn dann eine Einseitigkeit behauptet wird, dann wird auch häufig so ein Wahrheitsanspruch gestellt, der kritisch ist, denn Journalismus sollte, wie auch Wissenschaft, tatsächlich immer in erster Linie aus dem Bemühen der Falsifikation bestehen, weil wir eben so wirklich ganz, ganz sichere Erkenntnisse ja doch nur verdammt wenige haben und das meiste Wissen, das wir eben als Menschen mit all unserer Endlichkeit haben, ist nun mal eben auch begrenzt. Deshalb ist es so wichtig,
dass wir unsere journalistische Haltung entsprechend umsetzen, aber auch kommunizieren und dass wir die auch nicht verwechseln mit einer Gesinnung. Die journalistische Haltung, die verpflichtet uns eben auf Wahrhaftigkeit. Dann müssen wir eben auf Grundlage dieser Indizien oder dieser Fakten auch unsere Arbeitshypothese ändern. Also ich habe das vor einiger Zeit auch gehabt. Ich habe mit einem Kollegen ein Stück gemacht, so eine Art Stil-Feature über Digital Farming. Da sind wir mit der Arbeitshypothese rangegangen, dass einige wenige Konzerne hier eine Monopolstellung aufbauen wollen. Dann hat sich allerdings ergeben, ja, tatsächlich wollten tatsächlich SAP, IBM und so weiter sehr stark in diesen Bereich rein und alles aus einer Hand liefern, bis hin zu Monsanto. Aber das hat sich in Deutschland überhaupt nicht durchgesetzt. Und zwar deshalb nicht, weil wir sehr viele Raiffeisengenossenschaften haben, die hier für eine dezentrale Struktur gesorgt haben. Deshalb haben wir dann die Arbeitshypothese im Laufe dieser Recherche geändert und die Geschichte wurde eine ganz andere, als sie ursprünglich mal angefangen wurde. Das Problem dabei ist, in immer mehr Redaktionen stößt das auf Kritik, wenn solch eine Recherche dann zu einem anderen Ergebnis führt, weil gesagt wird, ja, aber wir sind doch davon ausgegangen, das und wie kommt ihr denn jetzt dazu, dass wir plötzlich eine ganz andere Geschichte haben? Und ihr kennt ja vielleicht diese schöne Formulierung, ich lasse mir doch meine schöne Geschichte nicht von Tatsachen kaputt machen. Ne? Also deshalb ergebnisoffene Recherche gehört zur journalistischen Haltung. Man muss dann eben seine These auch einfach ändern nach dem, was an Rechercheergebnissen da ist. Journalistische Haltung bedeutet auch, darauf zu reflektieren, wie konstituiere ich denn? Wie bin ich auch jetzt in meiner Sozialisation, beruflichen Sozialisation eingestellt, wie konstituiere ich denn gesellschaftliche Wirklichkeit und welche Auswirkungen hat das vor allen Dingen auf die journalistischen Produkte, die ich abliefere, damit ich da auch selbstkritisch meine eigene Produktion und die Produktion von Medien immer wieder hinterfrage. Journalistische Haltung heißt weiterhin, Minderheitenmeinungen zu schützen. Da kommen wir natürlich sehr schnell in die False-Balancing-Diskussion, der will ich auch gar nicht ausweichen, aber False-Balancing darf eben auch nicht als Zensurmittel missbraucht werden. Eine Einordnung von Minderheiten als Minderheiten ist ja völlig in Ordnung. Eine Unterdrückung von Minderheitenmeinungen, das darf eben nicht passieren. Dabei müssen wir oder sind wir verpflichtet, die Fakten sehr, sehr umfassend zu prüfen, mit allen Recherchemethoden, die uns zur Verfügung stehen. Im Augenblick bei den vielen Bildern, die uns aus der Ukraine erreichen, sind das vor allen Dingen bildforensische, quellenanalytische Methoden, aber eben auch Dokumente, zweite Quelle und Ähnliches. Das brauchen wir, das müssen wir unvoreingenommen tun. Und dabei sollte eben das gedankliche Korrektiv immer sein, wie stark bin ich denn jetzt von sozusagen meinen subjektiven Bedingungen bei dieser Recherche, bei dieser Geschichte auch beeinflusst. Deshalb ist das Objektivitätsideal wirklich mit Betonung ideal auch ein so wichtiges gedankliches Korrektiv. Und ich muss natürlich auch immer die andere Seite hören, also nicht nur die zweite Quelle, sondern auch durchaus eine entgegengesetzte Einschätzung, damit ich dann eben meine entsprechende Einordnung auch finden und begründen kann. Ja, und da haben wir es tatsächlich damit zu tun, dass Emil Dofifat, ein Publizist, der in der Weimarer Zeit groß geworden ist, sich über die NS-Zeit gehalten hat, später Adenauer beraten hat, plötzlich wieder für viele Journalistinnen und Journalisten attraktiv wird. Und Dofifat ist sozusagen der Gewährsband für Gesinnung. Dofifat hat, ich habe hier ein paar Zitate mitgebracht, aus dem Jahr 1963, aber das hat er 1920 auch schon so gesehen, die Gesinnung als das Entscheidende im Journalismus immer eingeschätzt. Deshalb auch hier die Zitate hier auf dieser Folie. Ne? Publizistik ist gesinnungsbestimmt, die Gesinnungen entscheiden. Und bei Emil Dofifat hieß das zunächst in den 1920er Jahren, da war er Zentrumsmann, also auf Seiten der katholischen politischen Zentrumsbewegung, hat diese Gesinnung sehr stark gemacht. Dann ist er 1933 rübergeswitcht zur nationalsozialistischen Gesinnung, die er nach 1945 aber wieder abgelegt hat.
und ist so ab 49 dann einer der Berater eben auch von Konrad Adenauer geworden. Und auch in der Zeit nach 49, wie gesagt, das hier ist ein Buch aus dem Jahr 1963, ein Aufsatz von ihm, hat er eben sehr stark immer darauf hingewiesen, der Journalist muss seine Gesinnung in der Publizistik zum Ausdruck bringen. Gar nicht so lange her, gut 2 Jahre, da hat ein neues Journalistenzentrum im Ruhrgebiet damit geworben, dass sie in dieser Tradition Emil Dofifatz ausbilden. Sie haben dann ihre Räume auch nach Vorbildern im Journalismus benannt. Ein Raum hieß beispielsweise Hanna nach Hanna Arendt. Der daneben liegende Raum hieß Emil nach Emil Dofifat. Das hat zu einer Diskussion geführt, verständlicherweise, denn den Gesinnungsjournalismus, dessen gewährt man dann mit einem Raum zu ehren und der steht ausgerechnet neben Hanna Arendt. Das ist natürlich schon mutig bis seltsam. Und hat dann auch nach einer längeren Diskussion dazu geführt, dass der Raum Emil jetzt namenlos gestellt wird. Aber das Problem ist, so richtig vom Gesinnungsjournalismus haben diese entsprechenden Verantwortlichen auch dieses Journalistenzentrums sich da nicht entfernt. Hier bringe ich nochmal mit eine Begründung von Frank Überall, der auch im den Aufsichtsgremien dieses Zentrums in Herne sitzt, der sagt, sie beziehen sich ja eben nicht aufs Lebenswerk von Dofifat, sondern es geht um die Struktur und nicht um die Person. Und darin liegt dann eigentlich auch schon das Problem. Wenn wir Gesinnungsjournalismus machen, sprechen wir immer von Auftragskommunikation, egal ob Public Relations oder Journalismus, der einen bestimmten Auftrag wahrnimmt. Was wir seit 45 auch von vor allen Dingen den Briten als journalistische Aufgabe mitbekommen haben, ist genau sich von diesem Auftrag zu trennen. Und das hat auch Klaus Richter in einem Gastbeitrag nochmal auf den Punkt gebracht. Der hat ihn überschrieben mit, wer predigen will, sollte in die Kirche gehen und hat eben darauf hingewiesen, der neue Journalismus führt Haltung ins Feld, wenn Gesinnung gemeint ist. Haltung unterliegt ständiger Prüfung, auch der Selbstkritik, Gesinnung eben nicht. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Ja, die journalistische Haltung muss sich selbst immer wieder in die Kritik nehmen, sich selbst immer wieder befragen. Eine Gesinnung geht dann einfach davon aus, dass ihre ideologische Orientierung gegeben ist und versucht, diese mehr oder weniger zu exekutieren. Und das ist auch ein Problem, denn wer dann Gesinnung und Haltung verwechselt, der will natürlich Interessen durchsetzen. Und das auch mit journalistischen Beiträgen. Statt eben tatsächlich unvoreingenommen zu recherchieren und dann ein Ergebnis zu präsentieren. Wer Gesinnung und Haltung verwechselt, der will über gute und schlechte Positionen oder Inhalte entscheiden. Zum Teil kommt er auch mit der großen moralischen Keule dann daher. Der will auch zum Teil Wirklichkeit ausblenden. Das haben wir lange gemacht in den Konflikten in Osteuropa, von denen wir jetzt überbrannt werden. Der reflektiert dann auch nicht ethisch, sondern das Ganze eben moralisch, aber auf einer ideologischen Grundlage, die dann eben nicht unvoreingenommen ethisch ableitet, sondern von einer Ideologie her ein Moralurteil fällt. Und ganz oft werden dann eben verwechselt das Kommentieren von Fakten und das Einordnen von Fakten. Und manchmal wird in diesem Zusammenhang dann auch auf die Fakten leider völlig verzichtet. Immerhin, diese Diskussion, die 2 Jahre sehr intensiv geführt ist, hat jetzt vor kurzem, vor einer guten Woche, die Patricia Schlesinger vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, da ist sie Intendantin und zurzeit eben auch ARD-Vorsitzende, dazu veranlasst, in einem Zeitinterview, über die hier im Newsroom berichtet wurde von Oberauer, auch klarzustellen, dass Gesinnung im Journalismus nichts zu suchen habe. Das war ein sehr spannendes Interview, das 2 Zeitredakteure mit Söder und Schlesinger geführt haben und bei dem eben tatsächlich journalistische Haltung versus Gesinnung auch noch so eines der Themen war, die an sehr, sehr prominenter Stelle hier behandelt wurden. Und es wurde eigentlich sehr scharf auch nochmal die Unterscheidung zwischen diesen beiden Ansätzen getroffen. Also da hat sie eine neue Diskussion angestoßen, die die ARD auch wirklich dringend brauchte.
um tatsächlich nochmal sehr klarzustellen, wo journalistische Haltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz wichtig ist und wo sie sich auch absetzen muss von gesinnungsjournalistischen Ansätzen. Ein bisschen Eigenwerbung habe ich ja auch mitgebracht. Ich habe das Ganze in der Journalistik, aber auch auf den Riff-Reportern 2020 auch nochmal in einem Essay zusammengefasst. Da gibt es auch eine Menge Material, also in vielen Fußnoten ist da auch die gesamte historische Diskussion um Gesinnungsjournalismus, um journalistische Haltung nochmal aufgearbeitet. Ja, dann lassen wir uns die letzte Folie auch nochmal ein bisschen wirken. Das Problem, das wir haben, ist, aus dem Gesinnungsjournalismus wird tatsächlich so ein Fürsorgejournalismus abgeleitet. Also wir müssen die Leute teilweise durch Nudging oder Ähnliches dazu bringen, dass sie eben das Richtige tun. Und plötzlich ersetzt dann dieser Fürsorgejournalismus im Lehrkanon, in der Aus- und Fortbildung von Journalisten dann auch zunehmend die Wächterfunktion. Wenn wir uns anschauen, was passiert gerade im Digitaljournalismus, da sind wir sehr stark mit so einem Selfie-Journalismus konfrontiert. Also da wird dann nicht etwa über die Strukturen, die zu diesem Cum-Ex-Betrug, zu diesem Steuerbetrug geführt haben, berichtet, sondern wie ich als Journalist diese Strukturen recherchiert habe. Das ist der entscheidende Unterschied dabei. Und deshalb führt dann dieser Selfie-Journalismus, der natürlich sehr viel unterhaltender ist, als wenn über solche Strukturen berichtet wird, eben auch dazu, dass letztlich im Digitaljournalismus die eigentlich mal sehr stark diskutierte partizipative Funktion, weil da sehr leicht Leute mit reingeholt werden können, mit ihren Meinungen, die dann auch da zu Wort kommen, ersetzt wird durch die Selbstdarstellung des Journalisten. Ja, und aus der Vorgabe von so einer teilweise auch schon ideologisch verengten Weltsicht, da wird dann eben so ein affirmativer Journalismus, der sich sehr stark darum bemüht, dass eben auch das, was an Mainstream da ist, das auch, was an Regierungslinie da ist, eben auch entsprechend begründet und vermittelt werden kann. Und das ersetzt dann im Lehrkanon auch durchaus schon mal die Vermittlungsfunktion, die ja eigentlich aufklären soll, die den Leuten das Wissen an die Hand geben soll, dass sie auch wirklich urteilen können. In der Diskussion mit einem Redaktionsleiter habe ich das mal erlebt, der hat das auf den Punkt gebracht, ach, wissen Sie, Herr Welchering, verunsichern Sie doch unsere Hörer nicht durch neues Wissen. Und das ist dann natürlich ein Problem, wobei beide Seiten und insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beide Seiten immer noch da sind. Nur wir müssen, glaube ich, gehörig aufpassen, dass wir aus diesen Verengungen nicht noch stärkere Verengungen werden lassen und dass wir aus diesen Verengungen auch wieder rausfinden. Dass es solche Verengungen in Krisenzeiten erstmal gibt, das ist nachvollziehbar. Nur wir müssen dann auch kritisch darauf reflektieren, was ist in diesen 2 Jahren passiert. Und was müssen wir jetzt tun, damit wir bestimmte Defizite, die sich eingeschlichen haben, die auch tatsächlich nachvollzogen werden können, die teilweise sogar begründet werden können, damit wir aber diese Defizite jetzt wieder ausgleichen und Journalismus dann zu seiner Aufgabe, Aufklärung zu machen, Wissen zu vermitteln, wieder zurückfinden kann. Und da brauchen wir eben dann tatsächlich unsere Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, Leserinnen und Leser, in einen ständigen Dialog mit den Medienmacherinnen und Medienmachern, damit beide gemeinsam eben diese journalistische Weltsicht konstituieren, sich austauschen. Was haben wir da jetzt für unsere Produkte konstituiert? Und dann eben den gesellschaftlichen Dialog genau darüber auch in Gang setzen. Ja, so machen wir das dann auch. Das heißt, ich muss jetzt in dieses, nein. Ah ja, okay. Gut, dann bleibe ich noch hier. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir haben die ein oder anderen Fragen, durch die wir jetzt etwas hecheln müssen, damit wir die Zeit nicht kaputt hauen. Wie soll Journalismus noch kontrollierend oder als vierte Gewalt wirken, wenn keiner sich ihn mehr leisten will? Wir brauchen eine Instanz, die sich guten Journalismus noch leistet. Und das ist für mich der öffentlich-rechtliche Journalismus.
Und der ist ja auch gut finanziert, mit 8 Milliarden Beitragsaufkommen und rund 1 Milliarde aus Werbeeinnahmen, die sie ja haben. Da müssen wir dafür sorgen, dass eben dieses Geld auch so angelegt wird, dass da guter Journalismus bei rauskommt, und müssen bestimmte Dinge in Frage stellen. Von Unterhaltung bis zu Sportrechten. Und müssen schauen, dass diese Mittel nicht fehlallokiert werden, sondern dass diese Mittel wirklich Qualitätsjournalismus mit guter Recherche zugutekommt. Ja, wobei das natürlich in diesem Zusammenhang so ist, also es nehmen ja schon alle als normal an, dass es Millionen kostet, ein Bundesligaspiel im Fernsehen zu sehen oder irgendwie sowas. Daraus leite ich so ein bisschen her die Ursache, dass sich da keiner gegen wehrt, sondern, oder wenige sich dagegen wehren, oder wenige den Blick darauf lenken, sondern alle gucken, wie groß ist mein Stück vom Kuchen. Ja, und das ist eine fatale Diskussion, weil da dürfen wir dann nicht gucken, dass wir uns möglichst große Stücke vom Kuchen sichern. Und da müssen wir auch gucken, was wollen wir wirklich beispielsweise an Digitalstrategien haben. Ich kenne im Augenblick im öffentlich-rechtlichen Bereich eigentlich noch keine wirklich ausformulierte Digitalstrategie. Und ich bedauere extrem, dass so viel Geld ausgegeben wird für Produktionen, die dann letztlich auf Seiten, auf Plattformen großer Internetkonzerne landen und für die gemacht werden und denen Nutzerinnen und Nutzern zutreiben und nicht eine eigene Plattform, eine eigene öffentlich-rechtliche Plattform aufgesetzt wird. Und ich erlaube mir auch manchmal die Frage zu stellen, brauchen wir wirklich so eine Bundesliga-Berichterstattung im Öffentlich-Rechtlichen, wie wir sie im Augenblick haben, oder kann da nicht eben doch auch massiv eingespart werden? Brauchen wir wirklich Talkshows, die sehr teuer von privaten Produktionsfirmen, häufig der Moderatoren, produziert werden, statt als Eigenproduktion, wie sie noch vor 20 Jahren gelaufen sind? Was macht der Journalismus gegen den Quotendruck? Er sollte sich ihm nicht beugen. Wenn ich mit einer Sendung nur Quote machen will, dann richte ich mich letztlich an sehr populistischen Forderungen aus. Ich muss Minderheiten bedienen im Journalismus, ich muss Minderheiten zu Wort kommen lassen, das ist ein ganz wichtiger Auftrag für die Teilhabefunktion, und das machen wir viel zu wenig, das müssen wir wieder stärker tun, das muss Bestandteil, also auf diese journalistische Ethik, diese journalistische Haltung müssen wir uns wieder stärker verpflichten, und da sind wir leider ein Stück weit von abgekommen. Ja, die Frage letztendlich, also das ist ja sich dem Quotendruck nicht beugen, entspricht ja Haltung zeigen. Haltung zeigen hat aber was damit zu tun, dass sich alle Muskeln in die gleiche Richtung ziehen und das Kreuz gerade machen. Und wenn man jetzt den einzelnen Journalisten als einen Muskel sieht, dann scheint das ja nicht so koordiniert zu sein. Nee, das darf auch gar nicht koordiniert sein. Wir brauchen ja auch ganz unterschiedliche Charakteren im Journalismus. Ne? Wir brauchen auch ganz unterschiedliche Ansätze. Wir brauchen auch ganz unterschiedliche, auch politische Zugangsweisen oder lebensweltliche Zugangsweisen im Journalismus. Aber worauf wir uns dann alle verpflichten sollten, das sind tatsächlich die Punkte der journalistischen Haltung. Und dazu gehört, dass wir den gesellschaftlichen Dialog in Gang halten, und zum gesellschaftlichen Dialog gehört es eben auch, dass Minderheitenmeinungen und Minderheitenpositionen nicht einfach abgebügelt werden, wie wir es zunehmend leider erleben, sondern dass die eben auch Raum bekommen. Keinen übermäßigen Raum, haben wir ja auch gemerkt. Ne? Wir haben ja auch gemerkt, dass mit bestimmten, dann skandalisierbaren Minderheitenpositionen Quote gemacht werden kann. Das ist genauso eine Fehlentwicklung, als wenn ich sage, ich will nur die Quote machen, indem ich dann noch wirklich Mainstream, weil der auf der sicheren Seite ist, vermittelt. Ja. Ja. Dann danke ich erstmal sehr herzlich. Bitte um Applaus für diesen Talk. Danke natürlich auch allen, die hier mitgeholfen haben, die keiner gesehen hat. Vom Signal Angel bis zu den Menschen in der Technik, von den wunderbaren Translation Angels und so weiter. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Peter. Ja, den Dank will ich nochmal aufnehmen. Ne? Genau das, was die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, das ist eine alternative Medienszene, die sich viel stärker entwickeln muss und die dem Journalismus, glaube ich, auch wieder eine Chance gibt.
Das ist ein schönes Schlusswort.